Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play YouTubers Live. Und ich möchte gern das Video machen, hallo? Der ist doch gerade nicht besetzt, der Arbeitsplatz, oder? Ja, das ist ja zum Glück nicht verbuggt oder so. Nein. Ich sag dazu nichts. Ja, lad mal hoch. Ich kann es auch mal hochladen. Heute noch bitte. Ich sag jetzt nichts, ne? Vielleicht geht es ja jetzt. So, jetzt hat natürlich niemand ein Video im Auftrag. Aber egal. So. Dann kann der Platz jetzt ja nicht besetzt sein. Mhm. So, dann mache ich erstmal das Video. Die Sonne scheint. Du startest die Aufnahme mit einer lustigen Begrüßung. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber die sagen, yo, spiel das mal und veröffentlich das, weil die einfach unbedingt sehen wollen, dass das im Internet verbreitet ist. Und so weiter und so fort. Ich bekomme langsam Hunger, merke ich gerade. Also, nicht in-game. Das kam nicht an. Egal. Ladebildschirm. Wir sind wütend. Wütend sein kommt immer an. Das Spiel hängt sich auf. Da wäre ich nochmal wütend. Das ist bestimmt das perfekte Werbevideo für das Spiel, wo wir 10-mal wütend werden. Sinnloser Kommentar. Hallo, ich möchte jetzt zocken. Könnt ihr mal aufhören, mich immer anzulaufen? Ich habe ein Easter Egg gefunden. Singen wir dazu. Macht man heutzutage so Ausschnitt. Sie guckte mal so ernst. Also ich gucke nicht so ernst beim Zocken. Ich mache hier sogar Gestiken und lache und bewege meinen Kopf ständig. Und eigentlich können wir alles wegmachen, weil hier alles sinnlos ist. So. Scheiße. Egal, jetzt sehen wir das. Was natürlich nichts gebracht hat, aber hey. Ich finde auch geil, dass hier steht ja gerade erstes Spiel, dass das am Ende des Videos kommt. Also wir bewerben das natürlich. So, die Fans werden außer sich sein vor spannendem Gameplay. So, einmal das. Random. Nein, mir sind auch nicht 100-mal die Leute in den Hintergrund gelaufen. Nein, gar nicht. Ich sag dazu nichts. Hochladen. Wir kaufen lieber einen Booster. Sonst fühlen sich die Leute genervt, wenn wir ständig danach fragen. So, dann gehen wir wieder schlafen und gönnen uns eine Pizza. Und dann setzen wir den Kurs fort. Das Spielregal ist toll. Werbungsvorschlag. Danke, wir kontaktieren dich wieder. Gerne. Ich mach das gerne. Wo ist Connor? Der läuft hier unten rum. Hallo, mein Freund. So, er hat ja hier Spatula gespielt. Kann er auch nochmal machen. Ja, nimm mal Arbeitsplatz 1. Das ist nicht unvernünftig. Dann gehen wir mal auf anderes über, der sich gerade richtig begeistert. Oh, Wasserkugel. So, was hat er gespielt? Ich glaube, das Furry-Ding, ne? So, das darfst du dann Arbeitsplatz 2 machen. Emilia. Es tut mir leid, wir haben leider kein PC-Spiel für dich. Hat irgendwas mit Love aufgenommen? Nee, hat sie nicht. Dann darfst du jetzt Cyber Arcade aufnehmen. Nee, es hat links aufgenommen. Italian Bungee. Okay, nehmen wir davon eine Zelle. An Arbeitsplatz 3. Ja. Und Jaden nimmt hier dieses Arcade weiter auf. Cyber Arcade.
Cyber-Arkade. Nimm mal auf. An Arbeitsplatz 4. Yo. So, wir gehen mal nach oben. Hören mal mit unserem Kurs hier auf. Es ist scheißegal, ob der Typ mit dem Video fertig ist. Er braucht nicht fertig sein. Oh, aufrüsten. Bewerben. So, Geld läuft auf jeden Fall. Ich möchte aber den Arbeitsplatz hier aufrüsten. Diesen super schönen technischen Sachen hier. Alien Neo Live. Auf jeden Fall. Kopfhörer Octopus. Blue Ball Mic. Irgendwas. Das sind Summen, die interessieren mich hier schon gar nicht mehr im Spiel. Das ist echt heftig. So. Wir haben neue Spiele. Wir wissen, ob das Regal irgendwann mal voll ist. Die Seite mit der größten Auswahl. Oh, bei den Top-Sellern haben wir auch noch nicht alles gekauft. Egal, wir kaufen alles. Wir haben Platz ohne Ende in unserer Mondbasis. Und wenn wir 30 Räume hierfür opfern müssen... Nerviges halt. Ne? So, wir waren gerade bei Top-Bewertung, ne? Genau. Neueste Erscheinung. Wir kaufen hier einfach 130 Spiele und unser Portemonnaie fällt es nicht mal auf eigentlich. Mal sehen, ob unser Dings dabei bald mal explodiert. Gehen wir nach unten. Wollte gerade von der Kerze trinken, das wäre keine so gute Idee. Genau, gehen wir hin. Wir müssen jetzt nämlich fleißig Pakete öffnen. Weil wir ja Millionen Spiele kaufen mussten. Oh, ich freue mich gleich darauf, diesen Spielschrank nochmal anzugucken. Was macht man mit seinem Geld, wenn man nicht weiß, wohin? Man kauft einfach die ganze Amazing On Spielseite leer, um sich dann anzugucken, wie voll das Regal ist. Oh Mann. Das ist ein Leben. Die Orange Punching. Ja, warum nicht? Auf eine Party. Will kein Video machen. Scheiße. Gibt's eine Kleiderordnung? Ich glaube nicht. Oh scheiße, jetzt muss ich davon ein Unboxing machen. Oh nein. Okay. Geil. Das ist ein Geist. Ich werde das zu Hause bearbeiten. Oh Gott. Oh. Da ist Jaden. Über Arrow. Der ist aber geil. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Du änderst auch ständig deine Meinung, ne? Ja, Anzen. Ja, das ist die beste Party unseres Lebens. Super toll. Ich hab einfach alles. Sag mal dazu, die zählen wir auch alles. 115. 68 von 68. Oh, 13 von 28. Aber die... Warte mal. Bei solchen Computermessen könnte man sowas bekommen, oder? Über Videospiele reden. Über Arrow reden. Über Videospiele reden.
Wir gehen auf eine Party. Wir haben 6 Millionen Abonnenten und keiner kennt uns und will ein Foto mit uns machen. Unreal Mansion war ein total dafür. Fernando, Danica, Maria, Lex, Taylor, Nochmal über Videospiele reden, tanzen. Wir machen immer den Gangnam Style. Ist heutzutage so. Bonnie hat aufgehört, die Kälte des Zweiers zu stellen. Bonnie. Tanzen. Über die Yacht reden. Dann legt sie uns ein, dann haben wir nochmal was zum Weggehen. Dann machen wir ein Selfie auf der Party. Posten das. Ich wusste, dass sie uns zur Yacht einlädt. Woher nur? Jetzt machen wir ein Selfie, Alter. Okay. Hochladen. Crazy Nave. Verrückte Zeit, um The Bay of the Tentacle mit Freunden zu spielen. Was ist los, Lara? Du kannst mich irgendwann mal anrufen, wenn du willst. Verrücktes Haar ist wieder da. Layla hat aber heute wieder eine Frisur. In Bearbeitung. In Bearbeitung. Spring Festival. Gott. Forest Gamp. TVIP Party. Tanzen. Oh, ich hasse Partys, ey. Also im echten Leben, ich komme mir dann auch immer so verloren vor. Also alle haben da voll ihren Spaß, labern. Und ich stehe so planlos auf der Tanzfläche. Ich könnte jetzt auch zocken. Ich verschwinde jetzt vor der Party, yes. Ja, warum nicht? Oh. Ah, was soll das? Dann mach halt jetzt das Unboxing, meine Güte. Oh! Stufe 50. Wir kriegen auch nur noch maximale Glühlampen, ne? Warum habe ich nochmal die ganzen Spiele bestellt? Ich wollte mir den Schrank danach gucken. Ich starte die Aufnahme. Wow, dieses tolle Spiel ist eins von den 130 Spielen, die ich aus Langeweile bestellt habe, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Geld machen soll. Und ich einfach mal gucken wollte, wie der Schrank dann aussieht, wenn ich mir 130 Spiele gekauft habe, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte. Und dann habe ich aus Versehen beim Unboxen oder beim Öffnen der Pakete auf Unboxing geklickt. Und jetzt muss ich das hier machen, weil das Spiel mir keine andere Wahl lässt. Aber sonst, es ist ein tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es nicht gespielt, aber ja. Ich wollte es auch eigentlich nicht haben, weil ich es halt, wie gesagt, einfach nur aus Langeweile bestellt habe. Aber spielt es auf jeden Fall, Leute. Kann ich nur empfehlen. Ich liebe es, sowas ist einfach random sinnlos zu kommentieren. Das ist schon geil. Ich habe eine einfache Aufgabe bewältigt. Ich habe die CD in die Hand genommen. Und sie die Kamera gehalten. Eine einfache Aufgabe. Nein, ich hätte das erledigen sollen. Egal. Nervige Kritik. Das kommt gut. Jetzt holen wir uns nochmal neue Karten, weil alles andere ist eh sinnlos. Und dann können wir auch schon das Video bearbeiten. Diese sinnlosen Unboxings hier. Aber das passt hier schon mal nicht.
rendern wir das. Interesse ist einfach voll langweilig. Ja, wie gesagt, ich habe aus Versehen draufgeklickt. Also macht euch nichts draus, Leute. Der danced da ab. Gucken wir uns doch mal die Videos an. Zieh dich um, Yachtparty. Ach du Scheiße. Jetzt schon? Gott. Dann laden wir jetzt einfach mal die ganzen Videos hoch. Dann gehen wir zur Yachtparty, auf die wir total Bock haben. Weil da ja auch nicht alle rumstehen und Alkohol trinken, wie sonst was. Aber zumindest kann man sich hinlegen und im Pool chillen. Und die Sonne genießen, toll. Ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Sonne genießen. Da waren wir auf der Abifahrt in Spanien. Und man konnte entscheiden, ob man zu einer Beachparty geht, weil wir ja nicht sowieso die anderen Kostüme, okay. Nehmen wir doch mal die Pikachu-Mütze, oder? Was gibt's noch Geiles? Ja, Pikachu-Mütze. Das ist kein Kostüm, oder? Doch, Kampfsport ist ein Kostüm. Wir sind das Kampf-Pikachu. Wir sehen noch schlechter aus als jemals zuvor. Ey, ist das geil. Die sexy Unterhosen hier, das ist geil. Okay, nein, das passt einfach nicht. Wir nehmen hier die rote. Richtig unpassende Schuhe. Das gibt schwarz. Interessant. Ein Review zu unserem Video, bevor wir es veröffentlichen. An sich ist das keine schlechte Idee, nur bin ich erstmal auf einer Yachtparty und dann kann ich es vielleicht annehmen. So, wir fallen überhaupt nicht auf. Wir tanzen mit Jaden mal. Wir drehen das mal richtig aufwendig. Connor steht auch immer an derselben Stelle. Warte, wo ist anderes? Den finden wir auch noch. Da. Mensch, sind ja alle da, toll. Tanz machen wir mit Connor. Oh. Ausgehen, reden wir mal. Lernen wir uns auch erstmal kennen. Wir arbeiten seit 3 Jahren zusammen oder so. Weißt du, wer er ist? Ich will ihn verklagen. Eine Hausratversicherung kommt nicht mehr vom Fenster auf. Was haben wir hier? Okay. Na, Emilia. Wir labern mit dir auch mal. Mein Computer darf keiner ran. Eigentlich sind das alles meine Computer, aber ich bin nicht klein. Ein Neandertaler hier. Kann man hier runtergehen? Nee, kann man nicht. Das war's. Wie wir aussehen, Alter. Ich muss die gleich erstmal umziehen, das geht so nicht. Nee, Alter. Keine Chance. Immer die gleichen langen. So, ob uns das interessiert, was das für Geld hier kostet, ehrlich, ey.
Wir ziehen uns im nächsten Part um, würde ich sagen. Für diesen Part sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.